Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum. Ich wollte eigentlich gerade beenden, aber ich kann gerade nicht speichern. Kulpa-Akte. Kulpa-Akte.ce. Ja, kann man lesen. Kryptoerlösung. Pokémon macht man zu Kampfmaschinen, indem man ihr Herz künstlich versiegelt. Die Rückführung dieser Krypto-Pokémon in ihren ursprünglichen Zustand bezeichnet man als Kryptoerlösung. Der Prozess der Kryptoerlösung ist noch weitgehend unerforscht, allerdings scheinen mehrere Faktoren eine Rolle zu spielen. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Faktoren zu eliminieren und die Herzen der Krypto-Pokémon irreversibel zu versiegeln. Okay. Macho-Band. Sieht mir aus wie eine Falle. Lussel, Lussel. Lussel. Ich hab's schon auf. Nee, du bist okay. Und das ist ja Blussel. Blussel, Blussel, Blussel. Die Queen konnte zwar fliehen, aber diese Gegend wird bald wesentlich sicherer sein. Wirklich, Grant, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist schon gut, Slam. Wir sind alle in Sicherheit und damit können wir doch zufrieden sein, oder? Und Milka hat die Queen aus der Stadt verjagt. Blussel, Blussel. Was ist denn Blussel? Du hast sicher Hunger, was? Nun, Nick, zunächst einmal sollten wir aus dieser muffigen Höhle verschwinden. Danke, Nick, wirklich herzlichen Dank. Es ist schon eine schreckliche Vorstellung, dass Blussel um mein Haar zum Krypto-Pokémon geworden wäre. Ist ja nochmal gut gegangen, Papa, nicht wahr, Blussel? Blussel, 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 Blussel! Was ist denn los, Blussel? Ja, was denn, was denn? Ach so, ich verstehe. Nick, du hast unser Blussel nicht auf deine... Willst du uns Blussel nicht auf deine Reise mitnehmen? Ich glaube, mein Blussel würde dir gerne ein wenig helfen. Blussel, Blussel, Blussel. Ja, ja, du hast recht. Du willst auch nicht, dass diese Verbrecher ungestraft davon kommen. Klasse, noch ein tapferes Pokémon in unserem Team. Also dann, Nick, pass gut auf Blussel auf. Hi. Blussel wurde auf dem PC übertragen. Ich werde in Erfahrung bringen, wer hinter der Queen die Fäden zieht. Und wenn ich etwas erfahre, werde ich mich sofort mit euch in... Natürlich, Nick, ich muss dich noch fragen... Nach der Nummer deines P-Study-A fragen. Ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Ah, du meinst den Pokémon Digital Assistant, kurz PDA, oder? Nix, so ein Gerät hast du doch auch, oder? Sag Grant mal schnell die Nummer. Nick gibt Grant die Nummer seines PDA. Perfekt, ich werde dich informieren, sobald ich etwas erfahre. Komm ich noch dahinter? So, was habt ihr so geplant? Also, die Einstellung dürfte so stimmen. Puh, ihr habt mich erschreckt, aber ich kenne euch doch. Übrigens, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Layla, befreundet, mein Name ist Danny, freut mich, euch kennenzulernen. Wir wollen uns mit Kindern aus anderen Städten austauschen und Informationen sammeln. Schließlich leben wir in einem modernen Zeitalter, in dem man sagenhaft schnell Informationen austauschen kann. Kennt ihr das Kids Network? Nein. Alle reden davon, dass es da bald etwas Neues gibt. Das hat mir jedenfalls Danny erzählt. Starke Leistung. Während ich hier Ware geschoben habe, habt ihr die Queen erledigt. Weil ich groß bin, will ich auch die Queen fertig machen. Viel Glück. Was muss ich jetzt wohl machen? Ach nee. Man heilt ja da bei dem Kolosseum-Pokémon. Wer hat das Zahnrad schon wieder geklaut? Ach so. Hallo und willkommen. Stopp kaum, dass ich hier nochmal antreten muss. Vielleicht muss ich ja in die Prim Arena. Oder ich muss zu dem Officer. Äh,
Wo war der nochmal? Hier, glaube ich. Und schon wieder. Au, ouch, Entschuldigung, Herr Kommissar, aber es gibt gute Neuigkeiten. Es scheint, die Queen und seine Männer haben die Stadt verlassen. Nanu, du bist ja gar nicht der Kommissar. Entschuldigung, ich bin Pierrot und diese Geschichte habe ich auch schon gehört. Ach, Kommissar, da stecken Sie also, was für ein Witzbold. So, was habt ihr für Information? Egal, welche Lüge du darfst dich, wir werden unser Gefängnis bestimmt nicht verlassen. Was? Die Queen hat die Stadt verlassen, ist das wahr? Egal welche Lügen du uns austauschst, wir werden das Gefängnis bestimmt nicht verlassen. Es ist keine Lüge. So. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Die Leute von Grant haben mir alles erzählt. Ihr habt also die Queen aus der Stadt verjagt? Vielen Dank. Ich danke euch im Namen aller rechtschaffenden Bürger der Stadt. Aber ich habe eben aus der Zentrale gehört, dass eine Organisation existiert, die die Weltherrschaft an sich reißen will. Die Verbindung mit der Queen ist noch nicht nachgewiesen, aber der Verdacht besteht. Ihr nehmt euch besser in Acht. Das klingt doch nach einer innovativen Story. Ja, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein, aber kann es sein, dass die Luft in der Stadt ein wenig besser geworden ist? Besser geworden ist? Aber ich habe das Gefühl, die dunkle Aura der Krypto-Pokémon ist immer noch zu spüren. Unglaublich, die scheint tatsächlich nicht zu entgehen, Divina. Es sollte schließlich nichts geben, was meiner Kristallkugel entgeht. Wie Pokémon von ihrer dunklen Aura befreit werden, die Antwort wartet im Norden. Im Norden? In dieser Richtung liegt doch die Stadt, in der mein Großvater wohnt. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Ich war noch unterwegs zu meinem Großvater. Er wohnt im Norden dieser Stadt, in einem Ort namens Emeritae. Der weiße Norden kennt die Antwort. Doch, das Alter sie preis, wer weiß. Natürlich, als ich jung war, mein Großvater ein berühmter Trainer. Wenn wir ihn fragen, können wir vielleicht was erfahren. Los, nimm, lass uns gehen. Ja. Was für ein Sound. Wie schön. Ah, wir sind da. Das ist das Dorf, in dem mein Großvater und meine Großmutter wohnen. Ah, die Luft hier ist doch ganz anders. Ich war unglaublich lange nicht mehr hier. Los, gehen wir. Bestimmt machen die beiden sich schon Sorgen, weil ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet habe. Willkommen im Meritai. In diesem Dorf haben sich Trainer, die in jungen Jahren als unschlagbar galten, mit ihren Pokémon zur Ruhe gesetzt. Ihr seid aber sicher noch zu jung, um euch anzusiedeln. Naja. Ist hier hinten irgendwas? Ja, hier geht's rein. Zwei Pokebälle, also zwei Items. Zwei Hyperbälle. Seidenschal. Mal schauen, was es noch so gibt. Ach, das Haus, da würde ich doch reingehen. Flemflem. Nanu, das ist doch die Enkelin vom alten Sophos. Aber ja, er freut sich ja schon seit einer ganzen Weile auf dich. Sagt jeden Tag, dass bald seine Enkelin kommt. Gut zu wissen. Hier ist Pokémon Center. Ich bin hier, um von den Bewohnern dieses Dorfes alles Mögliche über Pokémon zu lernen. Sie sind zwar nicht mehr aktiv, aber in ihnen waren sie früher große Trainer. Auch wenn wir nicht mehr kämpfen, achten wir doch immer darauf, dass unsere Pokémon fit bleiben. Au, mein Kreuz! Wahrscheinlich hätte ich besser mal auf meine eigene Fitness geachtet. Gigabo. Ach, schalten mal.
Hier kann ich auf jeden Fall speichern, gut zu wissen. Ach, hier wohnen bestimmt die Großeltern, oder? Ich will mich aber erstmal hier unten umgucken. Ah, das ist doch Cosma, die Enkelin von Sophos. Aber, oder war es Sophos, der Großvater von Cosma? Ach, ich bin auch schon ganz durcheinander. Ah, Cosma, bist du endlich hier und hast deinen Freund mitgebracht? Du weißt ja bestimmt, dass man sich seine Freunde mit Bedacht auswählen sollte. Wohin? Genau. Ja. Mit dem Typen kann ich auch noch reden. Ich brauche dich nur anzusehen und schon bekomme ich Lust auf ein Kämpfchen. Wie sieht's aus, Junge? Spannend, hast du Lust? Ja, okay. Oho, dann will ich dir mal zeigen, was für klassische Techniken es im Pokémon-Kampf gibt. Hallo. Macholle und Samusel. Wie sieht das denn aus? Na, der hat bestimmt keine Krypto-Pokémon. Bis auf das. Konfusion auf das. Da wie Senior. Wie ist es? Genau. Zerschneider? Stimmt, hier gibt es keine VMs. Das hätten sie lieber mal übernehmen sollen. Na, haben sie ja auch ein Pokémon. Sonne, Mond. Hey, als ob es hier Wettbewerbe gibt. Was ist das denn? Es geht auch nicht über ein wenig Bewegung. Also so ein starker Trainer. Ich war zum ersten Mal seit langer Zeit richtig aufgeregt, aber ich glaube, du hast ein paar Probleme mit deinen Pokémon. Stark sind sie, aber ihre Herzen sind fest verschlossen, und dann bilde ich mir das nur ein. Ja, zum Teil hast du damit recht. Gibt's hier Pokéwelle? Ich habe leider keine Essenzkiste. Okay. Hast du schon einmal in einem Turnier im Stadion von Fenak gekämpft? Ich habe dort vor kurzem eine TM gewonnen. Vielleicht solltest du einmal antreten. Ja, das habe ich mir jetzt vor. Dieses Dorf ist eigentlich ein Refugium für Senioren, aber in letzter Zeit kommen oft junge Trainer hierher. Das liegt bei dem Gerücht, dass man hier einen todsicheren Tipp erhält, wie man sich mit seinem Pokémon anführen freundet. Ja. Okay. EP-Teiler? Ich probier's mal. Na nun, du bist doch Cosma. Doch, tatsächlich, du bist es. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du noch so klein. Jetzt bist du eine richtige Schönheit geworden. Aber ich... Hier ist wirklich... Aber genug geschätzt. Sophos macht sich wirklich Sorgen. Geh schnell zu ihm.
die Pension oder wie? Ja. Ich nehme mein Noctum mit. Wobei, habe ich jetzt was gegen Pflanzen-Pokémon? Noctum natürlich. Ja. Naja. Ach, hier kann man ja speichern, fällt mir gerade ein. Ja. Das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich beende jetzt diese Aufnahmesession. Also dann tschüss.